Ihr müsst dieses LAN-Portfolio nicht mehr strukturieren, sondern nur noch reinkopieren. Also ihr könnt die Mustervorlage nutzen und dann könnt ihr das da reinkopieren. Das macht eigentlich das Ganze viel, viel einfacher. Und man kann sogar je nach verwendetem Programm bzw. Format kann man Videos, falls man Videos als Antwort gefunden hat, kann man direkt einbetten in das Dokument. Oder aber wenn das nicht funktioniert, kann man den Link kopieren, den Titel von dem Video, den Link und das dann in das Portfolio kopieren. Und man kann sich dann auch aufschreiben, zum Beispiel ab welcher Minute das Interessante kommt, bis zu welcher Minute. Und so kann man also ganz wichtige Lernerkenntnisse festhalten, auf die man dann zum Beispiel bei der Abschlussprüfung, wenn man nochmal schnell nachschauen möchte, zugreifen kann. Oder wenn man jetzt im Alltag ein entsprechendes Problem hat oder entsprechend was passiert ist, ein Ereignis passiert ist, dann kann man dann bei Bedarf genau auf diese Frage, das hatte ich doch schon mal, diese Frage wollte ich doch schon mal, habe ich doch mir schon beantwortet, kann ich dann im Lernportfolio gezielt suchen und kann mir das nochmal bewusst machen. Also jegliche Lernerfahrung, die ich dokumentiert habe, kann ich schnell und gezielt dann ausfindig machen und kann es mir bei Bedarf wieder ins Bewusstsein rufen, und zwar ganz detailliert.